Okay, wir setzen die jetzt mal ein. Komm, gib mir noch ein gutes Item. Okay, gar kein Item, scheiße. Aber... Nein, ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass das Power schon da ist. Oh mein Gott, lol. Lol, ich habe sie runtergeschubst. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart Wii. Ja, wir sind im normalen weltweiten Versus-Rennen unterwegs und ich habe 7111 Punkte. Ich muss wirklich sagen, vor einem Jahr hatte ich das letzte Mal so wenige und es ist wirklich krass. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Es lag auf jeden Fall nicht an der Challenge und Leute, ihr seht, ihr wisst, wir haben diese Woche wieder eine Challenge am Start. Und zwar eine Challenge, die mir persönlich nicht so gut gefallen hat, aber von den meisten von euch hochgeliked wurde. Und zwar ist diese Challenge, ich werde es euch auch nochmal einblenden, von Blue Yoshi 2004. Und zwar schrieb er, fahre mit einem außendriftenden Bike und Automatik und ohne Rückspiegel und bitte mit Yoshi. Ja, jetzt haben wir hier diesen schönen Homo-Roller mit Yoshi und Automatik und wir dürfen nicht in den Rückspiegel gucken. Und zwar auf Geistertal. Also ich bin wirklich froh, dass wir noch Wheelie machen dürfen. Denn das ist so das Einzige, was mich hier noch an ein normales Fahren erinnert. Kommen wir da überhaupt drüber? Ja. Okay, immerhin. Oh mein Gott, ach du Scheiße, Leute. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Ich kann, nee, nee, nee. Also diese Challenge, die macht mich arm. Die wird mir alle VR kosten. Aber wirklich alle. Oh mein Gott, was werden die Leute denken, die jetzt sehen, wie ich hier rumfahre. Vor allem, das Schlimme ist ja Automatik. Automatik, Leute, das geht bei mir gar nicht. Also, das bin ich vor Jahren zwar nur gefahren, also wirklich nur Automatik. Ich bin wirklich nur Automatik vor ein paar Jahren noch gefahren. Und jetzt... Ja, Leute, es ist... Das ist absolut... Ja, lol. Ein Stern. Damit können wir wirklich was anfangen. Tatsächlich. Kommen wir dazu über ohne... Ja! Okay, wir setzen die jetzt mal ein. Komm, gib mir noch ein gutes Item. Okay, gar kein Item. Scheiße. Aber... Nein! Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass das Power schon da ist. Oh mein Gott, lol. Lol, ich habe sie runtergeschubst. Ich habe sie runtergeschubst. Oder? Habe ich sie runtergeschubst? Wie das jetzt aussah. Wie das jetzt aussah, wie die... Oh mein Gott. Lol. Hä, hey, was hat er denn jetzt versucht? Er fällt einfach runter. Das Gute ist auch, wir haben so wenige Punkte, dass wir fast gar nicht mehr Punkte verlieren können. Also eigentlich sind wir hier schon relativ am Teamstand angelangt. Erinnert mich an Instabil, was ich mal gesehen habe. If you're Silver One, you can't derank. Das verstehen jetzt nur die Leute, die CSGO spielen, aber... Scheiß drauf. Trotz Fabrik mit der Kombi. Leute, das ist der reine Selbstmord. Also diese Challenges, die sind absolut grauenhaft. Leute, was ich auch nicht verstehe, hier joint einfach niemand vom RCC-Clan. Leute, wo seid ihr? Community, hallo. Aber eigentlich kann ich mich wirklich über Community hier nicht beschweren, denn... Leute, habt ihr euch mal das letzte Video angeguckt? Das hat 80 Likes. Ich war ja an den Amno in der Fahrschule. Und hab da tatsächlich das Video 2 Stunden zu spät hochgeladen. Es hatte am selben Abend... 80 Likes, 80. Und da ist meine Frage, wie kommen diese 80 Likes zustande? Also ganz ehrlich, ich glaube selber, dass die Likes hochgebottet wurden, weil auf ein normales Video habe ich maximal, also wirklich maximal, wenn es richtig gut läuft, 45 bis 50 Likes. Mehr nicht. Und, okay, immerhin noch den Schock da eingesetzt. Aber, Leute, 80, 80 Likes, wenn... Bleibt unkommentiert. Wenn das real... Oh mein Gott. Also wenn ich das vors Intro lege, ich glaube, da brauche ich einen Spoilerschutz für. Okay, es bleibt unkommentiert, auch wenn ich da jetzt dreimal reingefahren bin. Ist mir egal. Es ist egal. Ja, also wirklich 80 Likes, das ist eigentlich so praktisch unmöglich, denn wenn alle anderen Videos so 50 Aufrufe haben, vor allem die Videos, die so 50 Aufrufe,
50 Likes haben, dann kann doch nicht ein Video, was einfach nicht mal halb so viele Aufrufe teilweise hat, einfach dass die doppelte Anzahl an Likes haben. Also ich verstehe es nicht. Sagen wir es einfach so, kurz und knapp. Leute, das ist unmöglich. Und diese Kurve, ich verstehe nicht, wie ich die gerade dreimal. Also ich bin ja. Also diese Challenges, die zerstören mich. Die zerstören mich nicht nur seelisch, die zerstören auch meine VR. Das ist echt. Ja. Also wirklich, sowas Schlimmes hatte ich noch nie in diesem Kackspiel. Das Schlimme ist ja auch, wir haben 7100 Punkte. Das wäre auf dem normalen WFC nichts gewesen. Also wirklich gar nichts. Auf dem normalen WFC findest du Leute, die fahren mit der Kombi und zwar Real Rap. Und also hättest du Leute gefunden, die so gefahren wären. Und hier, da fährt einfach jeder, wie übel der Pro, es fährt nur noch, fahren nur noch Funkies hier rum. Lol, wir kriegen Crypto-Kit noch. Oh mein Gott, ja lol, wir haben ihn. Also wenn wir den jetzt nicht haben, dann bringe ich mich um, dann gehe ich mich vergraben. Oh, naja, immerhin noch 6er, Leute. Ich versuche einfach hier so, ich bin wirklich froh, dass es kein 12-Spieler-Raum ist. Obwohl, vielleicht wird man da ein bisschen reinlacken. Ich glaube es allerdings nicht. Ey, Leute, ich glaube, ganz ehrlich, wir kommen noch unter die 7000. Wann war ich das letzte Mal unter den 7000? Falls es wirklich jemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Ach du Scheiße. Aber schreibt mir mal bitte eure Meinung oder beziehungsweise eure Vermutung dazu in die Kommentare. Sind diese Aufrufe, also die Aufrufe sind auf jeden Fall nicht gebottet, ja. Die sind normal, die sind eigentlich sogar relativ schlecht. Es sind ja im Moment 244. Also ja, schlecht für meine Verhältnisse, sage ich jetzt mal, für ein Mario Kart. Was war das eigentlich? Das war ein Infovideo. Für ein Infovideo geht das, aber es ist auch schon relativ, ja, schon relativ, lol. Schon relativ schlecht hier. Aber ja, ich weiß halt nicht, es kann halt auch sein, dass diese Aufrufe, also die Aufrufe sind ja definitiv real, würde ich jetzt sagen. Denn 250 Aufrufe, das ist ja nichts für euch. Das kriegt ihr innerhalb von einem Tag hin, das hat man ja auch gesehen. Lol, er fährt halt direkt rein, ja, und er sniped mich, okay, GG. Man hat halt, Leute, diese Challenges zu hart. Man hat keine Chance. Oh, ja, okay, gut. Also Leute, das ist so, das ist schon relativ episch, was hier die ganze Zeit passiert. Allerdings bekomme ich natürlich ein Pau und er vor mir irgendwie Pilze, was weiß ich. Wenn wir jetzt einen Goldpilz kriegen, haben wir tatsächlich eine Chance. Also wirklich eine ganz minimale Chance. Ein Stern, das ist noch besser. Wenn wir jetzt im letzten Item was Gutes ziehen, dann haben wir wirklich gute Chancen, muss ich sagen. Ja, 3 Pilze, das ist jetzt nicht schlecht, das ist aber auch nicht gut. Wir schaffen's. Ich hab die Wolke noch. Zweiter. Lol, da lacken wir uns noch auf den zweiten auf meiner Strecke. Ich habe die Strecke gewählt, übrigens gut, dass ich sie gewählt habe. Vielleicht haben wir doch Glück und wir kommen nicht unter die 2000. Unter die 2000. Trickso 2016. Er kommt unter die 2000 bei Mario Kart Wii auf Wimfi. Unter die 7000. Vielleicht halten wir es drüber. Ich muss auch sagen, es ist relativ scheiße, dass nicht so viele Spieler drin sind, weil ich glaube, wenn da 12 Spieler drin wären, hätten wir bessere Chancen. Naja, vielleicht werde ich die Challenge nochmal wiederholen. Das werden wir dann allerdings sehen. Übrigens, Challenge-Vorschläge wie immer in die Kommentare reinhauen. Haut sie einfach rein, Leute. Ich werde mir das dann anschauen und dann natürlich wieder eine auswählen. Übrigens, die habe ich ausgewählt, weil sie wirklich 7 Likes von euch hatten. Oh, ein RCC-Typ ist endlich mal gejoint. Endlich mal jemand aus meinem Clan, ey. Schön, gut, ich habe jetzt ein bisschen durchgelabert, das ist jetzt aber egal, wir hatten ja am Anfang eine kurze Strecke, dann gleicht sich das wieder aus, da ist der Part trotzdem ein bisschen länger. Ja, zu den Streams hatten mich einige auch noch gefragt unter dem Infovideo, wie das denn dann ablaufen würde. Wie schon gesagt, ich würde ein, zwei Mal pro Woche streamen, allerdings entweder, ich würde sagen, nach dem Mario Kart Part, den wöchentlichen, also am Freitag um 18 Uhr ist jetzt übrigens auch, streamen wir. Ob Mario Kart, ob wir dann weiter streamen, das weiß ich noch nicht. Also ob wir dann nach dem Mario Kart praktisch nochmal Mario Kart streamen, das werden wir dann sehen. Aber ich denke mal, das ist ein ganz guter Plan, wenn wir danach streamen. Also wirklich nach dem Mario Kart Part, dann nochmal einen Stream raushauen und dann nochmal am Samstag, weil unter der Woche habe ich wirklich arschwenig Zeit. Das ist wirklich richtig scheiße immer bei mir. Beziehungsweise jetzt in Ferien, da habe ich eigentlich immer Zeit, ja. Das kann man auch so sagen, denn Ferien, da mache ich eigentlich nie was. Allerdings kommt da jetzt Fahrschule dazu. Da ist jetzt übrigens am 26.06. irgendwann so ein Treffen, weiß ich auch nicht genau. Das
so eine Ferienkursplanung, sag mal. Bitte nach. Weißt du, wir haben eine Wolke und sind mit diesen Drecksroller nicht so schnell wie die anderen mit Funky und Bowser Bike. Das ist so overpowered, ne? Das fällt mir jetzt erstmal wirklich auf. Das ist so scheiße, dieses Spiel. Also die. Das ist so unfair, sag man es einfach mal so hier. So eine Rakete. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach hier so gut wie möglich zu fahren. Und setzen die dann ganz so. Obwohl, ne, wir müssen sie einsetzen, sonst kommen wir hier nicht mehr nach vorne. Sonst haben wir hier komplett verkackt. Ah, das Problem ist auf 5 Spieler, wir können keinen Schock ziehen. Und jetzt sind wir hier zwei arschkurze Strecken gefahren. Das ist natürlich auch immer die Kacke dabei. Ja, natürlich. Na klar, ja komm, gib mir Goldpilz. Eine Bombe! Willst du mich eigentlich verarschen? Eine Bombe, Alter. Lol, er lässt mich vor. Sein Ernst? Sein Ernst? Okay, danke, da kriegen wir nochmal 6 plus. Okay. Alles klar, danke. Gut, okay. Grüße gehen raus, habe ich vergessen. Viele von euch wollen auch einfach gegrüßt werden. Das ist auch lustig. Ja, also es ist jetzt ein kurzer Part geworden, aber war auch wirklich eine scheiß Challenge. Und wenn ich, also, Challenges sind ja immer sowas, wo man eigentlich so ein bisschen getrollt werden soll. Und mit dieser Challenge ist das auf jeden Fall gelungen. Und ja, somit war das eine ganz coole Challenge, würde ich sagen. Ich glaube, Juli ist jetzt auch gejoint. Könnte sein. Aber gut, wir predikten mal nichts. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Challenge gefallen hat. Wie gesagt, neue Challenge-Vorschläge immer in die Kommentare. Haut sie einfach rein, ich werde sie mir anschauen. Und dann entweder auswählen, welche mir gefällt oder welche euch am meisten gefällt. Nächste Woche kommt wieder ein normaler Mario Kart Part, wisst ihr Bescheid. Und ja Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie gesagt, ich hoffe, diese Challenge hat euch gefallen. Und ja Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.